Herzlich willkommen heute zum Thema Arbeitslosenversicherung für Selbstständige. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und wir begleiten jedes Jahr eine ganze Reihe von Menschen dabei, sich selbstständig zu machen. So auch aus ARG 1. Wenn du also die letzten 24 Monate mindestens insgesamt 10 plus 2, also 12 Monate eingezahlt hast, dann hast du die Möglichkeit, auf der einen Seite Gründungszuschuss zu beantragen, auf der anderen Seite aber auch dich freiwillig bei der Arbeitslosenversicherung wieder anzumelden. Das heißt, ich zeige dir das ganz kurz mal auf. Wenn du also die letzten 24 Monate, davon 12 Monate einbezahlt hast und gegenwärtig einen aktiven ALG 1 Bescheid hast, dann kannst du Gründungszuschuss beantragen und diesen außer die 6 Monate nochmal für 9 Monate mal 300 Euro für deine Krankenkasse verlängern. Und jetzt weißt du aber nicht, ob dein Geschäftsmodell tragfähig ist. Du weißt auch nicht, ob die Agentur für Arbeit deinen Antrag positiv bearbeitet. Und daher kannst du hier in diesem Zeitraum, in den ersten 3 Monaten, nachdem dein ALG 1 eingestellt worden ist, also abgestellt worden ist, du den Bescheid bekommen hast, kannst du dich innerhalb dieser ersten 3 Monate anmelden für deine Arbeitslosenversicherung. Nun, die Voraussetzung ist allerdings auch, dass du diese Mittel nicht schon 2-mal beantragt hast. Du kannst maximal 2-mal dich hier versichern. Und auf der anderen Seite solltest du auch wissen, wenn du diesen Vertrag unterschreibst, nun, dann gilt der auch für 5 Jahre. Das heißt, wenn dein Geschäft sich positiv, so wie gewünscht, entwickelt, du Break-Even, Tragfähigkeit erreichst, dann zahlst du 5 Jahre lang ca. 3% einer geschätzten Bezugsgröße, die liegt so zwischen 2.000 bis 2.600 Euro. Also kannst du dir ausrechnen, dann zahlst du irgendwas so zwischen 70 bis 80 Euro mindestens im Monat und kommst dann 5 Jahre lang nicht raus. Nun, kannst du dir kurz zusammenrechnen, 12 Monate mal 80 Euro sind also 960 Euro mal 5, zahlst du 5.000 Euro. Frage, ist dein Risikomanagement das wert? Die gute Nachricht auf der anderen Seite ist doch, wenn du mindestens 3 Monate hintereinander die Beiträge nicht einbezahlt hast, dann erlischt dieser Vertrag. Ja, du hast zwar einen 5-Jahres-Vertrag, zahlst du nicht ein, erlischt dieser Vertrag. Also du kommst auch auf anderem Weg dann raus. Das Entscheidung liegt bei dir. Nun, wie hoch ist dann auch das Geld, wenn du jetzt diese Arbeitslosenversicherung ziehst? Nun, und da macht die Agentur für Arbeit es sich so ein bisschen leicht. Das heißt also, sie prüft dann nicht unbedingt, was du vorher verdient hast oder wie viel Gewinne du gemacht hast, sondern sie unterscheidet von dem ungelernten Arbeiter bis hin zum Akademiker und gibt dann einen Betrag von, ja, ungelernt 600 bis 700 Euro in Ost und West unterteilt. Also das ist so das Mindeste, was du bekommst. Ja, und dann gibt es so ein paar Zwischenstufen vom Meister, vom Facharbeiter und dann kommt dann der Hochschulabsolvent und der kriegt dann das Doppelte, irgendwas von 1.200 bis 1.400 Euro. Das sind ungefähr die Gelder, die du bekommst. Aber zuzüglich natürlich auch der Krankenversicherung. Nun, wenn du jetzt diese Versicherung abgeschlossen hast, du hast also innerhalb der ersten 3 Monate den Vertrag unterschrieben, hast die ersten Beiträge dort einbezahlt und das läuft bei dir nicht so gut, dann kannst du also jederzeit, und das ist ganz wichtig, entweder dein Gewerbe, deine Selbstständigkeit abmelden, musst es aber nicht. Du kannst sie auch wieder zurückmelden auf eine Nebentätigkeit unter 15 Stunden. Und wenn du das gemacht hast, hast du also die Möglichkeit, dein Gewerbe weiter zu betreiben. Du gehst zur Agentur für Arbeit, meldest dich verfügbar, weil unter 15 Stunden und kannst dann diese Gelder zwischen 600 und 1.400 Euro abrufen. Nur, du hast natürlich dann auch die Aufgabe, weil du verfügbar bist, dich wieder zu bewerben. Die Stellenangebote dann zu nehmen, dich dort zu bewerben, vorstellig zu werden, damit du wieder ins Angestelltenverhältnis zurückwechselst. Also zusammengefasst ist das eine ganz gute Möglichkeit, wenn du deine erste Selbstständigkeit aufbaust, du dir noch nicht sicher bist, die Kontakte nicht hast oder wenn du vielleicht auch fragst, wird der Sachbearbeiter das ablehnen, dann kannst du dann darüber auch wieder zurückkommen ins ALG 1. Entscheide selbst nach deinem Risikomanagement, nach deiner Risikoanalyse, ob du das machen willst, diese 5.000 Euro investieren möchtest im schlimmsten Fall, beziehungsweise nach 3 Monaten dann einfach kündigst, beziehungsweise die Kündigung erwirkst durch Nichtzahlen der Beiträge. Wenn du dich also selbstständig machen willst und Gründungszuschuss beantragen möchtest bei der Agentur für Arbeit und selbst überlegst,
Welche Unterlagen müssen gefertigt werden und wie verläuft die Antragstellung für Gründungszuschuss und die Arbeitslosenversicherung? Da kannst du gerne unseren Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch herunterladen. Gerne kannst du aber auch unseren Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Und wir wünschen dir viel Erfolg bei deinem Konzept. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.